Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Wochenrückblick, den ich in dieser Woche einmal aus Düsseldorf vor dem Landtagsgebäude gerne Ihnen erstatte. Hintergrund ist der aktuelle Führungskräfte-Workshop der Kreisverwaltung Coesfeld. Und dieser Workshop hat uns eben hier in die Landeshauptstadt geführt, denn es ist natürlich immer mal wichtig, mit den örtlichen Abgeordneten in Dialog zu treten. Und da hatten wir heute eben auch die Gelegenheit, mit unserem Abgeordneten Dietmar Panske und Willi Kort das Gespräch halt zu suchen. Und wir hatten doch viele Themen, die uns berühren, gerade das Thema Bürokratieabbau und gerade die Belastungen, die auch natürlich viele Gesetzesvorhaben natürlich auch auf einer Kreisverwaltung halt letztlich dann auch letztlich da zu Belastungen halt führen. Das war insofern wirklich, waren da spannende Stunden hier im Düsseldorfer Landtag. Der Führungskräfte-Workshop selbst hatte natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Themen, insbesondere auch beispielsweise das Thema IT-Sicherheit und wie können wir bei beispielsweise einem Hackerangriff in der Kreisverwaltung trotzdem wieder zu einer Ablauforganisation kommen. Also wie können wir letztlich dann doch dazu beitragen, dass eben der Stillstand, der dann erstmal eintritt, nicht zu lange dauert. Also spannende Themen, die uns hier in Düsseldorf beschäftigt haben. In dieser Woche hat aber auch der Kreistag getagt und das war sicherlich mit das Highlight dieser Woche. Deswegen zwei, drei Sätze dazu. Im Zentrum der Kreistagssitzung stand eben die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das kommende Jahr. Das ist immer so die Königsdisziplin natürlich, die Haushaltsberatung, die jetzt einsetzen. Und der Kämmerer Dr. Tepe und ich haben letztlich den Haushaltsplanentwurf in unseren Haushaltsreden vorgestellt, natürlich noch mal eingeordnet in die aktuelle gesamtpolitische Lage, die, wie Sie wissen, natürlich derzeit schon sehr bewegt ist. Und all das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld. Nicht nur der Krieg in der Ukraine und die geflüchteten Menschen, die hier eben Hilfe auch suchen und wo die Städte und Gemeinden natürlich sich nach Kräften eben auch drum bemühen, damit das alles gut gelingt. Auch bei uns in der Ausländerbehörde natürlich ein Vielfaches an Mehrarbeit, was hier dann auch gut abgearbeitet sein will. All diese Themen fließen natürlich auch letztlich in den Haushalt hinein mit den ganzen Projekten, die wir zur Weiterentwicklung des Kreises natürlich auch vorantreiben, beispielsweise im Radwegebau oder im Straßenbau und Ertüchtigung von vorhandener Infrastruktur, in dem Berufskollegs energetische Sanierung, in dem weiteren Bau von Rettungswachen, um nur einige kleine Schlaglichter zu nennen, die uns in den Haushaltsberatungen sicherlich noch intensiv in den kommenden Wochen auch bewegen werden. In dieser Woche ebenfalls eine Videokonferenz mit unserem Regierungspräsidenten, Herrn Bothe, da ging es nochmal um das Thema aktuelle Energie- und Gasmangellage. Wie Sie sich vorstellen können, es ist auch da immer wichtig, sehr eng im Austausch zu bleiben, um eben hier sich dann auch darüber, über die neuen Entwicklungen halt auch direkt aus erster Hand zu informieren. Insofern liegen wirklich spannende Tage hinter mir mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage. Verfolgen Sie ja auch letztlich tagtäglich die Neuinzidenzen, die natürlich auch bei uns im Kreis Coesfeld aktuell auf hohem Niveau sind. Die Fachleute warnen ja inzwischen vor der nächsten Herbst-Winter-Welle. Heißt eben letztlich, es ist weiterhin wichtig, dass wir alle, dass Sie, wir zusammen weiterhin vorsichtig sind und auch achtsam sind. Und deswegen auch weiterhin meine schon traditionelle Bitte, seien Sie vorsichtig und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.